Komisch. Nichts scheint mich so sehr zu beruhigen wie Kochen. Wenn man so lange eingesperrt ist, vergisst man, wie viel Freude in den kleinen Dingen steckt. Du bist enttäuscht von mir. Hab ich nie gesagt. Das ist sehr nett. Aber deine Augen sagen alles. Atreus. Es. Oh, Vorsicht! Vorsicht! Danke. Freunde, lasst es euch schmecken. Ja, das werden wir sehen. Hier, bitte sehr. Eine Mahlzeit für einen Streiter. Genug. Ich sagte, wir sprechen nicht mehr davon. Ja, natürlich. Wollte keinen kränken. Ich bin nicht gekränkt. Ist nur ein Wort. Ein Wort, das dir die Sinne vernebelt. Also, glaubst du wirklich, es bedeutet nichts? Die Reise, auf die Mutter uns schickte. Was für ein Jütenhelm sahen? Wozu das alles? Denkst du das nicht auch mal? Jeden Tag. Aber ich glaube nicht, dass sie wollte, dass du törichte Risiken eingehst. Und wenn die Riesen auf mich zählen? Welche Riesen? Ich zähle auf dich. Sicher zu sein. Und schlau. Aber Dinge zu beurteilen wie ein Mann und nicht wie ein Kind. Aber was, wenn Luke in den Eisenwald gehen muss? Du bist Atreus. Mein Sohn. Und nichts mehr. Verstehst du? Hab keinen Hunger mehr. Verzeih mir, Kratos. Meine Worte waren achtlos gewählt. Du solltest essen. Manche schwören darauf. Sie tun sogar täglich. Ich verstehe das nicht. Was soll das alles mit Loki, dem Streiter und Eisenwald, wenn nichts real ist? Erst einfach... Darf ich dir den besten Rat für den heutigen Tag und vielleicht immer geben? Schlaf. Dann klärt sich all der Ärger, der deinen Kopf belastet. Klar. Schön, schlafen. Klingt gut. Ich mein's ernst. Ja, ich auch. Und jetzt raus mit dir. Bin schon weg. Eisenwald.
was? Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alben zu töten. Was ist hier los? War das eine Maske? Meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Wo bin ich? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Tu was dagegen oder halt endlich die Klappe. Kleine Leute. Wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Erinnerungen. Und keine guten. Das Tor ist kaputt. Das war unser Weg nach Jötunheim. Was willst du? Lass los, Frume! Ich verstehe das nicht. Von mir aus. 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 Hey, lauf nicht weg! Von mir aus. Kannst du mir sagen, wo ich bin? Von mir aus. 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 Aufhören! Ich muss sie verschwinden. Ich will, dass er für seine Worte büßt. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Bitte, warte! Bitte! Warum passiert das? Das Messer ist besser als Mutters. Bitte, hör auf! Wo bin ich? Ruhig. Hey, wo willst du hin? Wir folgen? Okay, wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Wo bin ich? Kannst du mich verstehen? Oh, hallo. Also, wo geht es hin? Verstanden. Ich hatte einen wilden Traum und bin gerade hier aufgewacht. Ist das Eisenwald? Wie bin ich hierher gekommen? Ich hab mich hierher geträumt? Ich meine, das muss ich wohl. Ich bin hier. Geruch? Welcher Geruch? Oh, das ist wohl Fenrir, den du riechst. Schade, dass er nicht hier ist. Ha, du bist nicht allein, was? Was für ein Duft? Die Luft hier ist, keine Ahnung, süßer?
Liegt es an den Bäumen? Ihr wollt mich nicht fressen? Das ist ein Witz, ja? So einen Wald habe ich noch nie gesehen. Hier durch? Ich bin noch nicht fertig. Die Farbe wird aus der Rinde der Eisenwaldbäume gewonnen. Sie nehmen die Erinnerungen des Waldes auf. Die Farbe kennt sie also auch. Erinnerungen an Vergangenes. An die Zukunft. Da darf kein Blut drauf. Oh, du bist es. Du weißt, wer ich bin? Was ist? Mein ganzes Leben warte ich auf diesen Moment. Du bist seltsamer, als ich dachte. Oh. Verzeih. War das fies? Ja. Verdammt. Und schon vermassle ich's. Es ist nur, du bist der Erste, mit dem ich rede seit sehr langer Zeit. Und seltsam kann gut sein. Danke. Fangen wir neu an. Ich bin Ongre Boda. Du hast sicher viele Fragen. Ja, wo... Folge mir. Du wirst deine Antworten kriegen. Oder ein paar. Du meintest, du kennst mich? Wie gesagt, du kriegst deine Antworten bald, Loki. Klar. Ist das nicht dein Name? Nein, es ist mein Name. Ich bin Loki. So, wow. Hier lang. Ich, gehe meinen eigenen Weg. Also, wo genau bin ich? Da war dieser Nebel. Oh, man sagt ja, Utgard kann verwirrend sein. Doch hier im Eisenwald bist du sicher. Saulva! Also, ich dachte, Eisenwald sei nicht real. Raffiniert, oder? Wenn der Wald irgendwie nicht existiert, sucht er nicht danach. Ja.
Der Wald der Riesen. So wird er von einigen genannt. Was ist das? Eine Brasse. Die ist groß. Ach ja? Ich dachte, nicht alle Riesen waren riesig. Gauver! Also, was machst du hier? Malen, sammeln, überleben, bewahren, was ich kann. Aber warum auf mich warten? Weil mein Schicksal ist, dir deins zu verkünden. Kennt ihr uns? Pass auf! Skalva! Danke. Also, was hast du gemacht, bevor du herkamst? Fimbulwinter überleben. Warte, gibt's den hier auch? Kennst du den? Ja. Ich bin über dir, aber geh den Weg einfach weiter. Ist das ein Kettenhemd? Was Brock und Simbo wohl dazu sagen? Wer? Oh, das sind sowas wie Onkel? Sowas wie? Ihr Midgard-Riesen seid besser. Die sind eigentlich Zwerge. Immer noch. Gaulva! Das hat mein Vater immer. Weißt du was? Vergiss es. Danke. Halt. Was? Das scheint der richtige Weg zu sein. Oh, ja, genau. Sauber! Stopp!
Großartig! Ich bin einer Riesen begegnet. Und es könnte Schicksal sein. Was? Tut mir leid. Das ist bloß sehr aufregend. Na schön. Es ist alles in Ordnung, oder? Ja, ich bin in einem Zauberwald, der nicht da sein sollte. Ich rede mit einer Riesin und sie ist... Ja. Warte, wo bist du? Hier drüben. Danke. Schätze, ich habe hier noch nicht alles im Griff, hä? Huh? Wohin gehen wir? Meine Mutter zeichnete ihre Visionen auf, Prophezeiungen. Magst du sie dir ansehen? Wo sind deine Eltern? Du bist nicht sie. Sind sie... Ich weiß, du hast viele Fragen, aber bitte nicht diese. In Ordnung? Tut mir leid. Gaulfer! Danke. Ebenso. Go! Hilfst du mir? Oh, klar. Warte! Gut, jetzt du! Dies Medaillon. Um die Wette? Was? Los! Na gut. Ich kann auch langsamer. Yeah.
gewonnen. Naja, ich kannte den Weg schon. Bisschen geschummelt. Gaulwurm! Katzelwurm! Die kenne ich schon. Dann weißt du ja, wie man sie schlägt. Ich Glückspilz. Ich dachte, du heißt Lucky. Ich bin da! Irvaita! Wir sind fast bei Mutters Schrein, wo sie Groas wie sie... Es war ihre Art, das Leben unseres Volkes am Leben zu halten. Trotz der Bemühungen der Asen.
Gaul war! Oh, wow! Oh, das war heute nicht die letzte Knopfmuschel. Hoffentlich. Magie? Was meinst du, von wem sie das lernten? Da wären wir. Du lebst hier? Mhm. Hier lang. Halt! Ist das mein Schrein? Ich wollte ihn wiedersehen. Für viele Riesen ist es schön, ihren Weg zu finden und zu gehen. Natürlich sehen andere die Zukunft und sind durcheinander. Bereit? Ja, bin bereit. Das habe ich schon gesehen, wo wir Mutters Asche verstreuten. Es war an der Wand. Alles war schon geschehen, so wie es sagte. Aber der Teil war beschädigt. Oh, das sind wir. Was ist da drin? Hm. Wer das wohl ist? Halt. Nein, nein! Das ist falsch. Das kann nicht passieren! Nein, nein, nein. Nein, das ist nicht echt. Eisenwald ist nicht echt. Utgard ist nicht echt. Nichts hier ist echt. Ah! Loki, hey, hey. Hey. Wow, wow, alles gut. Alles gut. Hey, wird schon gut. Alles wird gut. Hey, sieh mich an. Hey, hey, hey. Hey, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles gut. Gut. Dir geht's gut. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was das war. Das passiert allen. Mach dir keine Sorgen. Das passiert allen? Nicht das mit dem Wolf, aber die Angst vor der Zukunft. Das ist nicht meine Zukunft. Da steht, ich diene Odin und mein Vater stirbt. Das kann nicht sein. Hey, genauso wird alles ausgehen. Und je eher du das annimmst, desto besser. Ach, Scheiße, das war gemein. Hey. Vergiss das jetzt erstmal. Vergiss die Zukunft. Vergiss Loki. Du bist ein Riese. Und du erhältst gerade eindeutig Kräfte, die du noch nicht verstehst.
Gehen wir ein Stück. Du kannst mir helfen und ich bring dir was bei. Weißt du? Riesendinger. Na komm. Loki, bitte hilf mir damit. Was ist das? Hier, folge mir. Wo gehen wir hin? Wir holen uns was zu essen, pflanzen Samen. Mein Alltag. Aber erst lernst du jemanden kennen. Loki, das ist Jatla. Hallo, Jatla. Ist mir eine Freude. Oh, wow. Sie ist echt groß, hm? Komm hier hoch. Braves Mädchen. Ganga. Also, schätze, du weißt Bescheid über dieses Streiter, der... Jatna? Ja. Soll ich dich stattdessen so nennen? Nein, Loki reicht. Sicher. Streiter. Also, wo gehen wir nochmal hin? Wir müssen Früchte sammeln. Am Fluss entlang finden wir schon welche. Diese Blumen dort drüben. Stille. Na gut. Nein, die heißen so. Sie wachsen nur in Jötunheim. Meine Mutter und ich schliefen immer darin, wenn sie sich mit Oma gestritten hat. Einer der seltenen Orte, an denen sie Ruhe fand. Aha, hier ist eine. Nehmen wir sie. Für wen sind die? Wölfe müssen fressen, oder? Solche Früchte habe ich noch nie gesehen. Sie heißen Grünknollen. Meine Mutter gab sie mir jeden Tag, damit ich stark werde. Die schmecken furchtbar. Hat aber funktioniert. Entschuldigung? Sie scheint dich zu mögen. Ja, stimmt. Magst du die holen? Klar. Die Wölfe. Kümmerst du dich um sie? Das tue ich. Sie sind gute Freunde. Von denen würde ich gern mehr sehen. Wie viele Früchte brauchst du noch? Musst du bald wieder weg? Nein, ich muss bloß meinem Vater das Leben retten, glaube ich. Loki, wir haben Zeit. Da oben sind Früchte. Dann sollten wir da auch sein. Moment, redest du mit mir oder mit dem Jack? Sauber! Lass mich mal. Danke. Gern geschehen. Ah,
dir. Hör zu. Ich weiß, wir sind hier draußen und haben Spaß, aber vielleicht sollten wir darüber reden, was du auf dem Wandbild sahst. Was ich sah, würde nie passieren. Ich würde mich Odi nicht anschließen, wenn es mich Vater kostet. Wenn ich etwas von meiner Mutter gelernt habe, dann, dass diese Dinge irgendwie wahr werden. Auf irgendeine Art. Mein Vater sagte immer, verschließ dein Herz davor. Aber ich kann nicht. Nicht hierbei. Komm nicht dran. Haber! Weißt du, vielleicht dachte ich daran, nach Asgard zu gehen. Aber ich würde es nie tun. Ja? Mein Vater war mir mit meinem Schicksal keine Hilfe. Doch als ich mit Odin allein war, wollte er mich lernen. Wenn ihr allein wart, hätte er dich leicht töten können. Also, so leicht auch wieder nicht. Gehen wir hoch zu dem Vorsprung. Mehr von den Früchten. Wir hätten genug, aber nehmen wir sie mit. Wie weißt du, dass sie reif sind? Von meinen Eltern. Hat ziemlich viel mit Raten zu tun. Nicht alles geschieht so, wie du es erwartest. Galvan. Oh, Jatla kommt nicht unter den Stamm. Na los, Mädchen! Futter besorgen. Tiere füttern. Machst du das täglich? Wenn nicht, sterben sie. Ganz schön viel Arbeit für dein Alter. Unser Alter. Ah, stimmt. Vor seinem Tod bat mein Vater mich um Verzeihung, weil er mich nicht beschützen konnte. Ich musste schneller wachsen. Aber er bat um Verzeihung. Väter sind große Redner, was? Schöne Aussicht. Oh, wart's nur ab. Es wird noch besser. Weißt du, vielleicht braucht Odin dich für etwas. Oder vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht überliste ich Odin. Oh, ist das was, worin du gut bist? Hat mein Vater mehrmals angelogen. Ah, ein Meister der Täuschung. Grünknollen, komm hier in den Eimer. Hey, falls ich meinen Bogen reparieren muss, darf ich... Natürlich, in meiner Werkzeugkiste da drüben findest du alles. Übrigens... Ist da etwas für dich in der Werkzeugkiste? Wir treffen uns bei Jatla, wenn du los willst. Kann ich noch etwas hierbleiben? Solange du willst. Schön!
Hey, was ist das für eins? Das habe ich mit Großmutter gemalt. Damals war ich noch nicht so gut. Angreboda, du hast gesagt, Utgard kann verwirrend sein. Aber was ist es? Kennst du Ymir? Der erste unseres Volkes. Er starb vor langer Zeit, oder? Odin brachte ihn um. Ja. Odin hat alles zerstört, was von ihm übrig geblieben ist. Bis auf eines. Seine Träume. Odin kommt auf keinen Fall an sie ran und sie gehören uns. Das hier ist zugedeckt. Ja, es ist noch nicht reif für Betrachter, außer vielleicht Jadla. Sicher nicht so schlimm. Vielleicht zeige ich es dir eines Tages, aber nicht heute. Nur drei Farben? Wo ist der Rest? Mehr brauche ich nicht. Für den Rest mische ich sie. Ist das noch eins von deinen Bildern? Ist ziemlich gut. Naja, nicht mein Bestes. Das kann ich besser. Tja, ich mag's. Und jetzt? Tja, jetzt ernte ich immer die Biestwurzeln, die ich dazugebe. Also, es sei denn, du willst noch gehen. Nein, ich kann bleiben. Ich will bleiben. Weißt du, ich male auch. Also, ich zeichne. Was zeichnest du? Alles Mögliche. Monster, Artefakte. Alles, was Vater und ich auf Reisen sehen. Oh, ist dein Vater auch ein Künstler? Nein. In der Richtung sind noch Wurzeln. Ruhig, Mädchen. Du schaffst das. Hast du auch Tiere, die, schneller sind? Tut mir leid, Jadla. Aber natürlich. Die tragen uns aber nicht beide. Das ist viel leichter. In Ordnung. Ich nehme die hier. Weiter vorne ist noch eine. Nimm nur das Nötigste. Guck. Das brauchst du nicht. Die Wurzeln brechen leicht. So, nur ein bisschen. Kräftig drehen sollte reichen. Etwa so? Genau. Wir kommen, wir kommen! Dort gibt es mehr Wurzeln. Sauber. Sie mag mich einfach nicht, oder? Doch, doch, aber außer mir kennt sie nur noch eine andere Person, die nicht so nett ist. Drauge, auf dem Grat! Loki, zeig mir den Wolf! Hier.
Dieser Wandel ist seltsam. Als hätte ich keine Macht. Warst du die denn? Zumindest gibt's hier Wurzeln. Nimm sie, während wir einen Ausgang suchen. Denk dran, kein Messer. Oh, ja. Kein kompletter Fehlschlag. Erste lasse ich das mit den Wurzeln. Du warst es nicht. Hey, da drüben hat sich ein Weg geöffnet. Hol mir Jadla ein, bevor noch mehr auftauchen. Alles gut. Aber was bist du, Loki? Was fühlst du bei der Verwandlung? Pure Wut. Ein Teil von dir weckte den Wolf mit dieser Wut. Jetzt musst du den Teil wecken, der ihn lenken kann. Wie? In deinem Herzen liegen viele Empfindungen im Kampf, nicht bloß Wut. Wenn Wut ihn entfesselt, kann eine andere ihn zügeln. Wo führt diese Brücke hin? Warte. Das hat dir Spaß gemacht, oder? Kann sein. Wieder zu Hause. Ja. Legen wir diese Wurzeln in den Eimer hier links. Dann zeige ich dir noch eine letzte Sache. Alles in Ordnung? Ja, nur wir sollten zum Wasser zurück. Hier lang. Können wir noch etwas bleiben? Vielleicht kann ich, naja, etwas reparieren. Ja. Verwandelst du dich in Tiere? Noch nicht, aber es könnte eher an deiner Gottseite liegen als an der Riesenseite. Oh. Bleib's mir ruhig rein. Verzeih. Scherz. Durch den Tunnel rechts, Jadla. Da wollen wir lang. Sackgasse. So. Ich liebe diesen Zauber. Er versteckt diesen Ort perfekt. Vielleicht bemerken Vater und ich darum keine Riesen, als wir hier waren. Also, was ist diese Seele in deinem Messer? Eine was? Na, da ist eine Seele in deinem Messer. Hast du das nicht gewusst? Nein, wessen Seele? Weißt du, vielleicht solltest du sie dort lassen, bis du das weißt. Wie ist... Ich stehle den Leuten doch nicht die Seelen. Hier.
Fjatla braucht immer ein Weilchen. Was wird das? Es entspannt mich. Ich zähle, wie oft er auf dem Wasser hüpft. Willst du mal? Ja. Sieht leicht aus. Oh. Brauchst du Hilfe? Nein, ich krieg's hin. Also, einmal. Oh, lachst du mich etwa aus? Ich lach dich nicht aus, Nicht? Ich lache mit dir darüber. Ach so. Na schön, gut. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Das wird schon. War flacher. Es geht um den Moment, wenn du den Stein wirst. Na gut, jetzt komm ich. Ruf den Wolf, Loki!